Moin! Toll, dass ihr eingeschaltet habt heute Abend wieder bei meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch einmal Currywurst aus dem Thermomix zeigen. Vor Jahren noch undenkbar, Currywurst im Thermomix. Natürlich bei großen Mengen auf dem Grill genauso toll und später frisch zubereitet. Aber im Thermomix wäre jetzt auch die Möglichkeit gegeben beim TM6 wegen der Anbratfunktion. Und die möchte ich euch heute mal zeigen. Wir starten das Rezept. 10 Gramm Öl kommt in den Mixtopf rein. Und dann geht es auch weiter. 300 Gramm Bratwurst, die habe ich euch schon in Scheiben geschnitten. Kommt ebenfalls hinein. So. Dann heiße Spritzschutzdeckel aufsetzen auf dem Mixtopf. Und zwar ist das jetzt der neue Deckel. Er hat hier zwei Ohren. Und die Arme werden sich gleich beim Starten mit verriegeln um diesen Deckel, damit ihr nicht auf die Idee kommt, reinzugucken. 11 Minuten auf Maximaltemperatur und mit diesen Strichen, das ist jetzt das neue Anbraten, was ihr manuell nicht findet, nur Cookie-Doo gebunden. Ich erhöhe gerne immer noch mal so um 2-3 Minuten und auf geht's. Das Besondere im Moment ist, dass ihr im Grunde gar nicht viel hört. Das Messer ruht, das ist das Besondere beim Anbraten. Manchmal ruht das Messer auf, damit sich ein bisschen vom Topfboden löst. Aber jetzt brutzelt schon. Ich denke, ihr könnt es hören, oder? Das duftet ja schon wunderbar. Ihr seht es oben schon rausqualmen, denke ich mal. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Fertig! Im nächsten Schritt heißt es jetzt Wurstscheiben umfüllen. Dann schauen wir mal rein. Ihr seid ja sicher gespannt, wie es aussieht. Da seht ihr die Wurststückchen. Jetzt kommt es gerade raus, schön angebräunt. Ich hoffe, man kann es sehen und man soll diese jetzt umfüllen. So, jetzt einmal da rein. Natürlich haben wir jetzt im Moment im Mixtopf, wie soll es anders sein, vom Anbraten einen Bratensatz. Das bleibt natürlich nicht aus. Schön ist, dass es im Rezept gleich vorgesehen ist, wie weiter zu verfahren ist. Und zwar soll 50 Gramm Wasser jetzt hinein. Ich mache mal die Hälfte. Oder auch nicht. So, dann kommt der Deckel nochmal drauf. Natürlich brauchen wir jetzt den Messbecher. Und 2 Minuten auf Aroma wird das Ganze jetzt kurz aufgekocht, damit sich der Fond unten schön löst und wir daraus folgend gleich noch unsere Currysoße machen. So, nach dem Aufkochen folgen jetzt noch gleich Ketchup. Da mache ich jetzt aber mal die Hälfte, weil so viel Soße möchte ich heute nicht. Machen wir so circa 75 Gramm Tomatenketchup. Curry. Ich nehme mal gern unseren Sansibar Curry statt einem halben. Der ist sehr würzig. Rosenschaf-Paprika lasse ich mal weg und dann noch 5 Gramm Zucker. Das Schöne ist ja, der Thermomix meckert ja nicht. Wenn Zutaten ausgelassen werden, übersprungen werden, verändert werden. So, jetzt kommt der Deckel nochmal drauf. Und 2 Minuten auf Stufe 1. Auch gespannt, wie es jetzt aussieht. Gebratene Wurstscheiben habe ich jetzt schon angerichtet. Jetzt kommt die Currysoße über die Wurstscheiben. Und dann, so sieht es aus. Ihr seid bestimmt gespannt, wie der Bratensatz aussieht. Ob ihr noch viel schrubben müsst oder ob es tatsächlich gut ist. Wow. So macht echt Spaß. Wie gesagt, zu Anfang keinen Schreck kriegen, wenn ihr nach der Wurst schaut und den dunklen Topfboden. Ich zeige euch gleich mal, wie es aussieht. Super, oder? Also so würde ich sagen, macht Currywurst Spaß und ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis bald!